Meine Frau wohnt daheim, die ist richtig. Aber jeden Ohren wird sie richtig durchgeknetet, denn ich kann massieren. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Ich hab jetzt so auf die Fresse bekommen mit Counter-Strike. Ich habe 2 Aufnahmen versucht zu machen und es ging einfach nicht, weil ich nur behinderte Mates hab, die nicht spielen können und nur rumschreien. Kurva! Ich spiele extrem gern mit Russen, ihr wisst, aber ey, unmöglich. Andauernd wollen sie jemanden kicken, mich kicken, die anderen kicken sich selbst. Ey, ich war der Beste. Auf jeden Fall habe ich so einen Kopf gehabt, ja. Hab die ganzen Scheiß jetzt verworfen und da dachte ich mir, hey, ich muss jetzt einfach mal runterkommen. Verstehst du? Und da dachte ich mir, guck mal, ich mach mal Clash of Clans. Mal so richtig schön gemütlich, die Frauen so an den Brüsten streicheln, wie man es bei Clash of Clans eben so macht. Also ich habe gehört, da geht es ziemlich viel um Brüste. Und ja, geiler Scheiß. Guck mal, da brennt sogar schon ein Feuer. Willkommen, Halbling. Wir haben schon auf dich gewartet. Ich kann's sehen, Bitch. Dies ist dein neues Dorf. Wunderschön, nicht wahr? Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn da nicht... Oh mein Gott! Was ist das? Noch ein Mickergeschmackschleid? Oh nein, die Koboldhorde. Schnell. Stell eine Kanone auf, um deinen Hoden zu verteidigen. Ey, das ist ja so einfach gemacht, das Spiel. Aber wo kommen die her, die Kobold? Das weiß ich halt wieder nicht, gerade mal jetzt. Platziere die Kanone im Dorfzentrum. Achso. Okay, ist ja schon gut. Bis sie sich aufregt mit ihrem Billigmerk und ihrer Kinderstimme. Nach 20 Sekunden ist ein Messer in ihr drin. Jetzt ist nicht die Zeit, geizig zu sein. Gib ein paar grüne Juwelen aus, die du dir später mit teurem Geld wieder nachkaufen kannst, du Vollidiot. Ich habe gar keine Juwelen ausgegeben. Bitch! Da sind sie, Kobold, heute Angriff. Aber ihr könnt mich nicht angreifen, hier habe ich eine Kanone. Bam, bam, bam. Guck, wie soll ich fickt, Mann? Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Also jetzt muss ich jetzt nicht zwingend machen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Zahlenmäßige Überlegenheit, Bitch. Aha. Du bist wegpimmel. Oh, bin ich gut. Nach Hause teleportieren. Wow. Na, wir gehen fügen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf aufrüsten. Denn wir bekommen bald richtig hart auf die Fresse. Verbessere deine Goldlager oder baue mehr davon, oder was? Wie mache ich den verbessern? Baue Hütte. Eine Bauhütte. Wo mache ich denn jetzt hier die Bauhütte? Das ist natürlich immer die Frage, die sich hier stellt. Elixier ist notwendig, um Truppen auszubilden und viele Gebäude zu errichten. Ja, aber das ist mir gerade mal egal. Du kannst Elixier aus der Kraftlinie im Boden pumpen. Versuch's mal. Die will ja richtig hart. Also, das habe ich jetzt aber eindeutig rausgehört, was er da will, oder? Aus der Kraftlinie im Boden pumpen. Elixier. Du. Nee, ich beende es jetzt nicht. Deine haarige Mutter beendet es jetzt gleich, Mann. Guck mal, das ist doch gleich fertig. Bau ein Goldlager, damit wir Gold horten können. Häuptling, wir brauchen eine Armee, um mit diesen Kobolden fertig zu werden. Und jetzt lass uns ein paar Truppen ausbilden, du geiler Bock. Okay. Aber wie viel? 1, 2... Und jetzt lass uns ein paar Truppen, hab ich doch gemacht. Aha, gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Let's make an angriff that they never forget. We're gonna rape them in the anuses. Bam. Bitch, get out the way. Achtung, ich habe 20 Stück. Ich werde sie strategisch einsetzen und ich komme... 10 von vorne, aber mit Rest von hinten. Damit haben sie nicht gerechnet, die Vollidioten. Merkst du, die Taktik, wie das wieder funktioniert. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unserer Geschichte an dich erinnern? Ja, natürlich, ist doch ganz klar. Oder Captain Dumbabla. Mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir es uns leisten, das Rathaus zu verbessern. Wahrscheinlich wohnt ihr alt im Rathaus. So habe ich natürlich gern. Die Leute kommen zu mir, ja, zu mir als... Ich bin ja praktisch der Führer. Ja? Und wollen ja sich irgendwas verbessern. Naja, okay. Ich will mal nicht so sein. Falls du noch neuen Herausforderungen suchst, frag mich einfach, indem du mich antippst. Verbessere ein Goldlager auf Level 2. Okay. Häuptling, du weißt offenbar, was du tust. Das ganze Dorf zählt auf dich. Ich bin Häuptling, geiler Bock. Ja, jetzt nach dieser ganzen Action mit den Kobolden, ich weiß, ihr seid auch völlig piff und puff und kaputt. Was sagt ihr denn zu diesem Clash of Clans? Ich dachte mir... Oh, hallo, Kinder. Ich bin ab jetzt nur noch im Chat. Ja, was sagt ihr zu dem Spiel? Ich find's ultra entspannt. Wollt ihr das manchmal sehen? Also soll ich es einfach, wenn ich zwischendurch reingucke und einfach hier die ganzen Leute platt mache, die hier stehen, wenn ich alle kaputt mache, ja? Ist es für euch schlimm, wenn ich das zeig? Angriff? Oh, ich kann angreifen. Warte mal, was will die Alt noch haben? Gewinne 10... Ist mir scheißegal. Aber das ist doch die Frau, die mir die Einführung gegeben hat, oder? Soll ich dir auch mal eine Einführung geben? Ich bin Dons und ich hab vom Haus. Ich bin so schä, ich mach mal nichts draus. Meine Frau wohnt daheim, die ist richtig. Aber jeden Ohren wird sie richtig durchgeknetet, denn ich kann massieren. Wisst ihr was? Wir machen jetzt noch einen Angriff. Das reicht mir jetzt hier mit der ganzen Geschichte. Scheiß auf die ganzen Truppen, Mann. Ich schaff das auch mit weniger. Dekoration am Ärmel. Und wie mich greift einer von euch an, der hier die Videos sieht, dann raste ich aus. Ihr wisst ja jetzt meine Schwachstellen. Aber ich verzeig die euch nicht. Immer wenn ich die Schwachstelle mache, flüstere ich, damit ihr es nicht hört. Zum Beispiel hier ist jetzt keine Schwachstelle. Hier greift sie mich. Psst. Also Leute, taktische Besprechung. Kann ich die auch voll reinschicken hier? Ja, ne? Oh shit, ich hab sie schon reingeschickt. Ich bin so ein Held. Oh Leute, was macht ihr denn? Könnt ihr kurz nicht sterben? Okay, bitte. Voll die Übermacht. Geht doch lieber zur Kanone. Wieso einfach erstmal dahin gehen zu dem Ding, was ich nicht wert? Ey, ich bin so gut bei sowas. Also manchmal, ich glaube, das hat keiner geschafft bis jetzt, aber ich kann's halt. Ich bin schon Level
1. Okay. Dann greifen wir direkt das nächste an hier, oder? Bald habe ich so einen Clan, wir machen alle tot. Wir heißen dann nämlich die Ficker. Okay, ich mache jetzt den krassesten Angriff meines Lebens. Ich habe 17 Leute. No fucking chance. Es wird so krass, dieser Angriff wird so pornös. Sie glauben, sie haben irgendeine geringe Chance gegen mich. Oh, die haben halt eine fette Kanone. Oh fuck. Oh no, und die gehen bestimmt erstmal alle ans Haus. Geht ihr bitte da hinten hin? Das ist eine super Idee von euch, erstmal aufs Haus zu kloppen. Super Idee. Was gibt schon einen Stern? Alles klar. Okay, komm schon. Die holt ihr noch. Kommt. Kommt mit da. Ich fühl mich wie die eine von Braveheart. Ich hoffe, das ist sicherlich gut. Vielleicht auch nett. Wenn man es später stelle. Ich habe richtig mitgekämpft. Ach, ich bekomme einfach die Belohnung. Oh, wie es auf mich niederprasselt. Jetzt war jetzt ein bisschen gay. Warte mal. Das nehme ich ein bisschen zurück. Was ist das Kampf finden? Ah, da kann ich einfach irgendjemanden angreifen. Geiler Scheiß. Aber ich glaube, mit 5 Leuten ist das erstmal sehr ratsam. Los geht's, Bitches. Nee. Ich trau mich nicht. Guck mal, die zusammenarbeiten soll. Hey, Guschloch, schon das neue Stück gehört, was? Wir kriegen neue Hämmer, aha! Ich will nochmal einen Angriff machen, hier, Spießrutenlauf. Da bin ich ganz klar mit dabei. So, und schon hab ich den Salat. Ich denke, jetzt der Instant gewonnen haben, ne? Sonst schießt ja nichts mehr. Ihr Schweinepriester, wie sie einfach Bomben haben. Aber no chance against me, bitch. Fucking easy. Eine meiner leichtesten Übungen. Ha, und mal schön noch die Kaserne aufleveln. Ganz vergessen. Und da ist er fertig. Die Goldburg. Guck mal hier. Das dauert nur eine Minute. Das ist praktisch geschenkt die Zeit. Tja, und weil wir ganz viel Geld brauchen, werde ich natürlich noch ein bisschen an der Goldmine arbeiten, glaube ich zumindest. Was, wie lange dauert so ein Ding? 15 Minuten. Das kommt mir gerade ausschließlich auf die Zeit an. Die kann man nicht verbessern, okay? Ja, komm. Läuft, Mensch. Was will ich denn mehr? Hä? Frag mich nicht so blöd. Und gleich ist die Kaserne fertig. Dann werden wir noch einen finalen Angriff machen. Ich will nur mal irgendwas da fetzen hier. Nochmal schön die scheiß Kobolde richtig durch... rammeln. 1! Kling! Voll der Zeitraffer, hast du gesehen? Ich würde gerade mal sagen, das Elixierlager können wir auch noch verbessern, komm. Zack! Komm, ich hab's doch. Einen letzten Angriff machen wir noch für diese Folge, ja, und dann ist es aber erstmal rum hier mit Clash of Clans. Oh mein Gott, dann sind wir reich. Okay, cool bleiben, wir müssen es gut durchplanen. Angriff! Das war gut, glaube ich. Ich glaube, das war gut. Oh. Ja, renn alleine wie so ein nackter Mann. Oh. Okay, geht bitte auf die Kanone. Geht nicht zum Mittelding. Oh mein Gott, ihr werdet alle sterben. Oh nein. Haut wenigstens noch die scheiß Hütte kaputt. Komm schon. Ja. Ha. Vielleicht schaffen sie es noch. Hey, warte mal. Es sind noch 3 da oben. Komm schon. Die schießt auch von da unten. Ja. Verarsch mich nicht, Mann. Okay, hey, 58%. So, die bauen jetzt gemütlich vor sich hin. Ich werde mich jetzt einfach mal verabschieden. Ja, Kinder, irgendwann ist auch Tuck hier im Rohr. Ihr müsst natürlich eine Trilliarde Daumen nach oben geben. Das ist ganz klar, weil einfach sonst stirbt die Frau, die du... Bitte, gebt einen Daumen hoch. Ich werde sterben. Ja, okay, gut. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.